Juni 1978. Der gefreite Wolfgang Ehling erinnert sich. NATO-Herbst 1978. Feststellung der 9. Tagung des ZKDSED. Die NATO ist in eine neue Phase ihrer Entwicklung eingetreten. Durch neue Massenvernichtungswaffen und den verstärkten Ausbau der Streitkräfte soll die Anwendung militärischer Gewalt in den Vordergrund gerückt werden. Dazu diese Fakten. Neues Aufrüstungsprogramm für die nächsten 15 Jahre. Erhöhung des Rüstungshaushaltes jedes NATO-Staates um jährlich 3%. Neue Offensivstrukturen für die Bundeswehr. All das beschlossen und verkündet auf dem letzten NATO-Gipfeltreffen in Washington. Während der jüngsten Brüsseler NATO-Ratstagung wurden die nächsten kriegerischen Maßnahmen genau festgelegt. Und wieder musste die Lüge von der kommunistischen Gefahr herhalten, um die imperialistischen Ziele zu verschleiern.